Willkommen bzw. willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Heute gibt es wieder einen Special Vibe. Ich lege für die einzelnen Kollektive der Sternzeichen eine kurze Botschaft vom Universum für hier und jetzt. Die Legungen sind wie immer zeitlos und finden dich genau zum richtigen Zeitpunkt. Bitte beachte, dass es sich um allgemeine Legungen handelt und nimm daher auch nur das mit dem du wirklich in Resonanz gehst. Um ein gutes Gesamtbild zu erhalten, schau dir bei Bedarf auch gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich verlinke dir die einzelnen Legungen wie immer unten im Infotext, damit du nicht lange suchen musst. Bitte beachte, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und wenn du mit deiner Legung in Resonanz gehst, dann freue ich mich wirklich sehr, wenn du diesem Video ein Like schenkst oder mir einen Kommentar da lässt. Und denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du über neue Legungen informiert werden möchtest. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaften ich dir heute vom Universum überbringen darf. Hallo mein lieber Steinbock, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Steinbock. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Es geht gleich los. Das ist eine sehr interessante Botschaft. Da brauche ich nur noch ein paar Zusatzinformationen. Hier zeigt sich das Thema Wahrheit. Ja, also das, da geht es darum, eine Wahrheit anzunehmen, die könnte im ersten Moment vielleicht jetzt nicht das sein, ja, was einen erfreut, muss aber nicht. Es geht hier um eine Täuschung, die dir bewusst werden soll. Hör mal hinein, ob das hier deine Botschaft ist, und wenn du dich in dieser Legung nicht wiederfinden solltest, kannst du natürlich auch alternativ dazu die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond ansehen. Also das Thema Wahrheit. Hier soll dir etwas klar werden. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, um was geht es hier? Das dürfte hier ein Thema sein, das dich schon länger beschäftigt. Bei manchen läuft das hier unterschwellig mit. Und hier möchte ich gleich hinzufügen, ja, wenn du jetzt nicht so recht weißt, um welches Thema es hier geht, denn irgendeine Wahrheit, die drängt hier nach vorne, mein lieber Steinbock, dann lass die Legung bitte ein bisschen auf dich wirken. Ja, es kann durchaus sein, dass du in den nächsten wenigen Stunden bis Tagen erkennst, um welche Wahrheit es hier geht. Denn das ist hier sehr, sehr wichtig, denn hier sehe ich, dass du eine größere Blockade auflöst, lösen kannst, die dir bis jetzt noch nicht so wirklich bewusst ist. Da schauen wir jetzt gleich mal weiter, was das Universum hier als Aufgabe für dich vorschlägt. Und für dich geht es ja aktuell darum, dass die Dinge in den Fluss kommen sollen. Ja, es geht hier auch um Fülle. Für manche geht es hier tatsächlich auch um ein finanzielles Thema. Es ist auf jeden Fall sehr wertvoll für dich. Bei einigen sehe ich auch wieder, dass das Thema Bestimmung, Berufung, ganz allgemein der eigene Lebenssinn. Und da zeigt mir das Universum, hier soll etwas abgeschlossen werden. Ja, du sollst hier mit einem Thema
abschließen, das hier nicht mehr hingehört. Ja, vielleicht eben wieder das Thema Glaubenssatz könnte das sein. Vielleicht ist hier auch noch irgendetwas offen, ja, das du vielleicht schon seit Jahren erledigen wolltest, ja, das hier irgendwie wie ein kleiner Störfaktor immer wieder hineinwirkt. Also das könnte es durchaus auch sein. Irgendetwas soll fertiggestellt werden, abgeschlossen werden, und das soll dir auch bewusst werden, wenn du den Fokus ja auf das Thema Fülle legst, ja, Wachstum. Das sehe ich hier auch. Und da schauen wir jetzt gleich mal weiter in die Blockaden. Was stellt sich gerade quer? Was ist hier blockiert? Und da haben wir die 111. Die 111 ist eine Engelszahl, und Engelszahlen in meinen Legungen stehen ja auch immer dafür, dass du am absolut richtigen Weg bist, stehen für schicksalhafte Zyklen. Und bei der 111, da geht's um einen Anfang. Und das ist jetzt wirklich sehr interessant. Also lass dich nicht irritieren. Es ist egal, an welcher Position die Engelszahlen landen. Also auch wenn sie in den Blockaden landen, heißt das, du bist am absolut richtigen Weg. Und hier geht es darum, dass ein Anfang ins Rollen gebracht werden soll. Und das ist, also da geht es um ein Thema, das dich vermutlich auch hier bezüglich dieser Wahrheit beschäftigt. Da hast du dir bereits intensiv Gedanken gemacht. Also da möchtest du etwas beginnen. Das kann hier eben auch sein, dass du vielleicht auch schon deine Berufung, deine Bestimmung lebst und hier etwas hinzukommen soll. Ja, also nur als Zusatzinformation. Du hast dir hier bereits Gedanken gemacht und irgendetwas stellt sich hier gerade quer, hier anzufangen. Und da habe ich das Gefühl, dass es hier auch um diese Sache geht, die hier abgeschlossen werden soll. Denn du bist hier absolut startklar. Das möchte ich auch noch kurz erläutern, denn davor kommt nämlich die 000-Energie. Da geht's auch um einen Anfang. Das unterscheidet sich ein bisschen, ja. Bei der 000-Energie, da blickt man mehr auf den Anfang. Da geht's überhaupt darum, ja, sich dem Anfang zu widmen. Da hat man noch nicht so wirklich viele Details geklärt. Hier bei der 111-Energie sehe ich, du hast dir bereits Gedanken gemacht, ja. Also nur, um das hier noch ein bisschen näher zu erklären. Und da würde ich jetzt sagen, wir schauen mal weiter, was das Universum hier noch für eine Botschaft für dich hat. Ja, und hier liegt jetzt diese Unwahrheit, um die es hier geht. Das kann auch eine Selbsttäuschung oder Selbstlüge sein. Ich denke, es steht hier tatsächlich in Verbindung mit dir. Das bedeutet, hier gibt es irgendetwas zu erkennen oder zurechtzurücken. So wird mir das hier gezeigt. Du hast hier von irgendeiner Sache ein falsches Bild oder ein Trugbild. Und das fühlt sich aber jetzt auch nicht wirklich dramatisch an, mein lieber Steinbock. Das ist hier eine Täuschung, die dir bewusst werden soll. Und ich denke, da geht es eben auch unter anderem darum, damit abzuschließen. Du stehst dir hier offenbar irgendwo selbst im Weg. Natürlich kann es auch sein, dass hier jemand zu dir nicht so wirklich ehrlich ist, aber ich sehe es hier für die meisten so, dass das mit einem selbst zu tun hat. Und diese Täuschung, die soll dir demnächst bewusst werden, ja, denn das blockiert hier diesen Anfang. Vielleicht sagst du dir hier auch, das schaffe ich doch nie, ja, oder der Sache bin ich nicht gewachsen. Also du bist dieser Sache definitiv gewachsen, mein lieber Steinbock, um das hier abzukürzen. Für dich geht es hier dann darum, dich hier irgendwie vor etwas zu schützen, vor irgendeinem Einfluss zu schützen. Und das können auch die eigenen negativen Gedanken sein beispielsweise. Und was ich hier auch sehe, ist wieder das Thema Fülle. Und bei manchen geht es hier einfach auch um die Finanzen. Also dass es hier um ein Wachstum im finanziellen Bereich geht. Ja, aber es kann auch verschiedene Lebensbereiche betreffen. Und da geht es dann eben ja um Themen, die für dich persönlich sehr wertvoll sind. Wenn du jetzt beispielsweise sagst, du schaust gar nicht auf die Finanzen. Wir schauen jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Ich sehe hier das Thema Gerechtigkeit. In diesem Zusammenhang geht es hier um ein Gleichgewicht, das wiederhergestellt werden soll.
Und mir wird hier eine eigenartige Situation für dich gezeigt, vielleicht auch ein seltsames Gespräch, das du hier führst, wo vielleicht auch jemand in Rätseln spricht. Denn was hier sichtbar wird, ist hier eine negative Fremdenergie oder etwas Belastendes, ja, dass dir hier irgendwie die Energie absaugt. Ja, und das können natürlich auch eigene Glaubenssätze sein. Und das wird dir hier bewusst und du kannst dann relativ rasch reagieren, ja, und die Sache wieder in ein Gleichgewicht bringen, was bedeutet, dann ist auch die Bahn frei für diesen Anfang. Ja, eine wirklich spannende Legung, mein lieber Steinbock. Wir kommen jetzt aber zum Abschlussritual. Und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du über neue Legungen informiert werden möchtest. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich. Glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo mein lieber Stier, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Stier. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Okay, und dann hier bitte noch eine Information. Eine sehr interessante Legung, mein lieber Stier. Hör mal hinein, ob das hier deine Botschaft ist. Dann solltest du dich in dieser Legung nicht wiederfinden, kannst du natürlich auch alternativ dazu die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond ansehen. Ich sehe, hier geht's darum, etwas zu erkennen, ja, und zwar geht's hier um Themen wie Ablenkung, abgelenkt werden, ja, vielleicht auch falsche Versprechungen. Achtung, das heißt dann natürlich nicht, dass das hier dann eine bösartige Person sein muss. Das kann auch jemand sein, der gerne etwas verspricht, aber es üblicherweise dann nicht wirklich einhält oder dergleichen. Also ich sehe auch Lockangebote und ja, im Großen und Ganzen geht es hier für einige auch darum, dass man sich hier irgendwo auch der eigenen Zeit beraubt fühlt. Ja, also in diese Richtung sehe ich das. Also irgendeine Energie von außen, die sich hier zeigt, die muss aber, wie gesagt, nicht bösartig sein. Hier, das zeigt sich hier einfach mehr als ein Störfaktor, wie eine Art Hürde oder Hindernis, das gerade präsent ist in deinem Weg. Und da möchte dich das Universum unterstützen, das klar zu erkennen und diesbezüglich auch Maßnahmen zu setzen. Da schauen wir jetzt gleich mal weiter, was dir das Universum hier als Aufgabe vorschlägt. Und hier bekomme ich für dich herein, es ist in gewisser Art und Weise wichtig, hinter die Kulissen zu blicken, ja, beziehungsweise nachzufragen bei manchen auch das Thema. Irgendetwas ist hier im Verborgenen, das soll hier erkannt werden. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass hier jemand irgendetwas vorenthalten möchte. Also das kann auch einfach situationsbedingt sein. Wichtig ist ganz allgemein, es geht hier um deine Bestimmung, es geht um deine Berufung, deinen Seelenweg bekomme ich hier auch herein, deinen Lebenssinn, ja, etwas, das für dich sehr wichtig ist, das ist hier gerade ein bisschen blockiert und hier zeigt sich auch das Thema, dir wird irgendwo verlierst du hier Energie, ja, also könnte hier auch um die Thematik Energievampir gehen. Ich meine, Achtung, wir können natürlich auch hier
hin und wieder selbst ein Energievampir sein. Deshalb wieder der Hinweis, das muss hier nicht jemand sein, der hier böse Absichten verfolgt. Kann natürlich sein, aber davon gehen wir jetzt prinzipiell mal nicht aus. Wichtig ist, dass du hier etwas erkennst. Das Universum sagt, wenn du hier eine Unterstützung möchtest, um zu erkennen, was sich dahinter verbirgt, auf das das Universum hier hinweist, ist es für dich ratsam, ja, deine Bestimmung, deine Berufung, vielleicht auch ein besonderes Talent, also das wird mir hier als sehr präsent angezeigt, in den Vordergrund zu rücken, ja, denn dann sollten die Störfaktoren recht rasch sichtbar werden, ja, also Dinge, die hier störend hineinwirken und den Fluss bezüglich dieses Vorhabens hier irgendwie unterbrechen. Und das ist entscheidend, es zu erkennen, denn es kann durchaus sein, dass sich das hier sehr unterschwellig zeigt. Bei manchen ist es aber schon klar, um was es hier geht. Ja? Und wichtig ist eben auch zu erkennen, was das hier ist, weil dir das hier unnötig Energie raubt. Und da schauen wir jetzt gleich mal weiter in die Blockaden. Da sehe ich ein Hin und Her. Das wollen wir uns auch gleich näher ansehen. Okay, die möchte mit. Für manche geht es hier tatsächlich darum, eine Entscheidung zu treffen. Da wie immer mein Hinweis, dass eine Kartenlegung dir auch zu keinem Zeitpunkt eine Entscheidung abnehmen kann. Das zeigt sich sehr gerne in den Legungen. Also bei manchen eine Entscheidung, die getroffen werden möchte. Ich sehe hier für manche auch eine zwischenmenschliche Energie, ein Hin und Her, eine Person, die man nie so recht einschätzen kann. Einmal gut gelaunt, einmal schlecht gelaunt oder einmal ja, einmal nein. Ja, also sehr unstet, ja, instabil. Das nehme ich hier auch, war instabil bezüglich einer bestimmten Sache. Für manche geht es ja eben auch darum, dass man sich hier selbst noch nicht ganz klar über eine bestimmte Angelegenheit ist. Also dann geht es ganz klar darum, eine Entscheidung zu fällen. Aber ich sehe das hier tatsächlich so, dass es für die meisten um eine zwischenmenschliche Situation geht, die aktuell ungeklärt ist. Was ich hier noch sehe, ist, es geht um etwas Finanzielles schwingt hier mit, und was sich hier auch zeigt, ist, dass diese ungeklärte Situation dazu führt, dass dir deine Möglichkeiten nicht wirklich bewusst werden, denn hier zeigen sich auch sehr, sehr viele Möglichkeiten für dich, die aktuell ungenützt sind. Da schauen wir jetzt gleich mal weiter, was das Universum hier noch für eine Botschaft für dich hat, und das Universum sagt, für dich ist es jetzt wichtig. Und ich denke, das ist auch ein klassisches Erdzeichen-Thema, also das von Steinbock zu Stier gesagt. Ja, da geht es um Stabilität, Gleichgewicht, ja, vielleicht auch bestimmte Routinen, die jetzt ausgebildet werden sollen. Und da sehe ich jetzt auch diese zwischenmenschliche Energie. Achtung, lass dich hier bitte vom Bild der Karte nicht täuschen. Auch hier noch einmal der Hinweis, das kann jemand aus dem privaten Umfeld sein, vielleicht aus der Familie oder dem Freundeskreis, kann, wenn vorhanden, natürlich auch der eigene Partner, die eigene Partnerin sein. Da sehe ich ja eine gewisse Anspannung und eben auch ja eine, ja, vielleicht negative Äußerungen seitens dieser Person. Das kann aber natürlich auch jemand sein, wo du weißt, ja, man versteht sich einfach nicht. Ich sehe hier auch, diese Person hat gerade mit einem eigenen Thema zu kämpfen, von dem du hier tendenziell nicht wirklich etwas weißt. Das ist jetzt auch keine Entschuldigung für das Verhalten dieser Person, sollte sich diese Person dir gegenüber negativ verhalten. Was ich sehe, ist, dass hier bestimmte Themen sich negativ auf deine Stabilität auswirken. Also geht es ja vielleicht für manche eben darum, klare Grenzen zu setzen oder sich bewusst von dieser Person abzugrenzen. Das bedeutet nicht, dass hier der Kontakt oder dergleichen abgebrochen werden soll. Oft geht es auch darum, ja hier sich ganz bewusst zu machen, was hier los ist. Und wichtig ist eben auch der Fokus auf bestimmte Routinen, ja, auf das Thema
Sicherheit, Absicherung, Stabilität. Diese Themen, die sollen jetzt auch in den Vordergrund gerückt werden, eben auch in Verbindung mit dem, was du hier tust, was du hier vorhast. Und das soll dir auch dabei helfen zu erkennen, ja, wo dir hier die Energie abgesaugt wird, wo es eben darum geht, also nicht, dass diese Person das bewusst machen würde. Ja, man sieht ja einfach, dürfte hier schon bei manchen ein bisschen anstrengend sein. Und es geht eben darum, dass du hier zurück in deine Energie findest. Und wenn wir jetzt hier weiterschauen in die Tendenz, mein lieber Stier, dann sehe ich, also von der Tendenz her, von der höchsten Wahrscheinlichkeit, wirst du diese Situation meistern. Ja, es ist herausfordernd, also das wird mir hier auch angezeigt. Also da sehe ich auch die 11-Energie mitschwingen, da geht es eben auch darum, etwas zu meistern. Ich sehe, du wirst hier eine Lösung für dich finden. Und wichtig ist eben, ja, also wichtig sind hier deine Prioritäten. Und das, worum es hier geht, ja, das ist etwas, das für dich persönlich sehr wichtig und wertvoll ist. Das soll in den Vordergrund gerückt werden. Ja, das ist wichtig. Und das wird dir auch dabei helfen zu erkennen, wie du hier diese Situation meistern kannst. Und dann sollten dir auch, ja, deine Möglichkeiten bewusst werden, weil ich sehe hier ein bisschen eine Art Tunnelblick, der sich gerade zeigt. Das ist jetzt nichts Dramatisches, mein lieber Stier. Das kommt einfach mal vor. Und es geht darum, dass sich dieser Tunnelblick, den ich hier gerade sehe, auflösen soll. Und dir wird dann sehr, sehr viel bewusst werden. Und ich sehe hier auch eine große Erleichterung. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du über neue Legungen informiert werden möchtest. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo meine liebe Jungfrau, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meine Jungfrau. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Da brauche ich auch noch eine Information. Okay, eine sehr spannende Botschaft haben wir hier für dich, meine liebe Jungfrau. Hör mal hinein, ob das hier deine Legung ist. Und solltest du dich in dieser Legung nicht wiederfinden, kannst du natürlich auch zu jedem Zeitpunkt die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond ansehen. Ich sehe, du fühlst dich hier gerade in einer bestimmten Situation eingeengt oder gefangen, kommst hier vielleicht auch schleppend vorwärts. Das kann hier auch ein Stillstand sein. Für manche hängt das ja auch mit einer zwischenmenschlichen Situation zusammen, was jetzt nicht bedeutet, dass die Person, mit der du es hier zu tun hast, ein bösartiger Mensch sein muss. Da kann es einfach darum gehen, dass sich hier vielleicht eine Verstrickung herausgebildet hat, beispielsweise im Laufe der Jahre. Hier haben wir auch eine Engelszahl, hier haben wir die 222. Engelszahlen in meinen Legungen stehen ja auch immer dafür, dass du am absolut richtigen Weg bist, stehen für schicksalhafte Zyklen. Und die 222, die steht zum einen dafür, dass es jetzt ein günstiger Zeitpunkt ist, bestimmte Routinen zu aktualisieren oder auszubilden. Also das ist die Bedeutung in meinen Legungen.
Beziehungsweise geht es hier für manche auch darum, dass sich hier irgendetwas schon ziemlich in die Länge zieht und dass dich das Universum hier darauf hinweisen möchte, ja, diese Wartephase neigt sich einem Ende zu. Ich sehe hier aber für viele, dass beides wichtig ist. Ja, und wichtig ist hier auch, meine liebe Jungfrau, dass du dich mit dieser Situation auseinandersetzt, ja, in der du dich hier aktuell gefangen fühlst. Für manche ist das situationsbedingt, für andere geht es hier eben auch darum zu erkennen, dass sich hier etwas verändern soll. Und da schauen wir jetzt gleich mal weiter, was das Universum hier als Aufgabe für dich vorschlägt. Das Universum sagt, werde aktiv, also geht es hier offenbar um etwas, das du machen möchtest, auch vielleicht eine Tätigkeit oder etwas, das hier in Stocken geraten ist aufgrund dieser Situation, in der du dich hier irgendwie eingeengt fühlst oder eingeschränkt fühlst. Das Universum sagt mir hier auch, ja, es geht hier nicht um Geschwindigkeit, sondern darum, dran zu bleiben. Auch wenn du hier in Minischritten vorwärts kommst, kommst du vorwärts. Das ist ein Zustand, der sich auch wieder auflösen soll. Für manche gehört das hier zu dem Prozess dazu, ja, also das ist hier Teil des Weges, eben auch einen Streckenabschnitt zu absolvieren, der sich gefühlt in die Länge zieht. Das ist, so wie ich das aber sehe, ein Zustand, der sich recht bald auflösen lässt. Wichtig ist, dass du dran bleibst, dass du weitergehst. Man muss keinen Geschwindigkeitsrekord brechen. Und ich sehe hier auch, es geht hier um ein Wachstum. Ja, also das kann die Finanzen betreffen, das kann ein persönliches Wachstum sein. Es ist etwas, von dem du weißt, ja, und die 222-Energie, die begleitet dich hier. Und da schauen wir jetzt gleich mal weiter in die Blockaden. Und hier geht es um einen Übergang, eine Veränderung, ein Ende greift in einen Anfang. Das stellt sich hier aktuell quer, was hier offenbar bedeutet, dass es für dich jetzt wichtig ist, ja, weiterzumachen, auch wenn es schleppend vorwärts geht. Wie gesagt, das löst sich wieder auf. Das ist ein temporärer Zustand. Da geht es auch darum, meine liebe Jungfrau, und ich glaube, das ist hier einigen noch gar nicht bewusst, und das ist hier vermutlich auch eins der wichtigen Themen. Irgendetwas neigt sich hier dem Ende zu und das ist hier Teil dieses Weges, deshalb geht es hier gerade ein bisschen langsamer, denn etwas beginnt, aber es läuft nicht so rasch, wie du es gerne möchtest, weil hier zeitgleich auch etwas abgeschlossen werden soll. Ja, und ist die Sache abgeschlossen, dann löst sich hier dieses langsame Vorwärtskommen auf und dann geht es wesentlich leichter, ja, und dann kommst du auch wieder wesentlich rascher vorwärts. Und wenn wir jetzt hier weiterschauen, was das Universum hier noch für eine Botschaft für dich hat, dann liegt hier eine Überraschung, ja, also eine positive Überraschung für dich, das kommt auf dich zu, liegt aber auch hier auf diesem Weg. Also es ist wichtig, sich diesem teils vielleicht auch ein bisschen mühsamen Weg zu stellen, meine liebe Jungfrau, denn da sehe ich etwas Ungeahntes kommt auf dich zu, das ist sehr positiv, das kann tatsächlich auch eine Art Geschenk sein, kann aber auch eine Eingebung sein, eine wichtige Erkenntnis, vielleicht auch eine Möglichkeit, die sich dir eröffnet. Es kommt überraschend und es ist gut. Und da schauen wir jetzt gleich noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Ja, und da haben wir zum einen die Gerechtigkeit, Themen, die mit Gerechtigkeit zu tun haben, liegen, was in diesem Zusammenhang bedeutet, etwas findet in ein Gleichgewicht zurück. Das kann bei manchen eben auch sein, dass sich hier eine zwischenmenschliche Situation zeigt, ja, wo du hier eine größere Last trägst als dein Gegenüber und das dann eben bewusst gemacht wird und man sich hier dann vielleicht eben auch einigt, also hier vielleicht eben eine Entlastung stattfindet. Ganz allgemein sehe ich, ja, es geht um ein Gleichgewicht.
Und dann haben wir hier auch noch die Universumskarte. Und das bedeutet, ja, dass es hier vorwärts geht. Also du kommst hier ein gutes Stück weiter. Ich sehe hier, die Bahn ist frei. Also es geht hier am Anfang einfach darum, ein bisschen durchzuhalten, habe ich das Gefühl, meine liebe Jungfrau. Und was ich für einige auch sehe, ist, man bekommt hier dann plötzlich einen guten Überblick, ja. Deshalb ist es wichtig, jetzt durchzuhalten, hier weiterzumachen bei dieser Sache, die gerade ein bisschen stagniert, auch wenn es am Tag vielleicht nur ein paar Minuten sind, die du hierfür hast. Aber selbst das macht etwas aus, ja, und selbst das ist ja wichtig. Und da sehe ich, dass diese Verstrickung hier, egal welcher Natur auch immer die sein mag, ob zwischenmenschlich oder situationsbedingt, das kann hier aufgelöst werden. Ja, eine wirklich spannende Legung, meine liebe Jungfrau. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual. Und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du über neue Legungen informiert werden möchtest. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich. Glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo, mein lieber Wassermann, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Wassermann. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Eine sehr interessante Legung, mein lieber Wassermann. Hör mal hinein, ob das hier deine Botschaft ist, und solltest du dich in dieser Legung nicht wiederfinden, dann kannst du natürlich alternativ dazu auch die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond ansehen. Das ist jetzt wirklich sehr, sehr spannend. Also es geht hier um einen Neustart oder einen Start für dich. Ein Anfang mit Erfahrungswerten, sagt mir das Universum. Ja, also das kann bedeuten, dass man etwas noch einmal versucht oder dass man hierfür vielleicht auch schon sehr gut vorbereitet ist, hier schon gewisse Einblicke hat. Hier haben wir auch die Elf für dich. Also es geht darum, dass hier etwas gemeistert werden soll. Also habe ich das Gefühl, du trägst hier irgendetwas mit, das hier geklärt werden möchte, ja, eine Last, die du hier demnächst abwerfen kannst. Denn wir haben hier auch, ja, den Hinweis, dass du hier demnächst einen Geistesblitz haben wirst. Kann durchaus sein, dass du den vielleicht schon kürzlich hattest, weil wir hier ja auch im Zeitraum der Gegenwart sind. Das reicht ein bisschen in die Vergangenheit und ein bisschen in die Zukunft. Und da geht's eindeutig um diesen Anfang, wo sich hier auch zeigt, hier soll etwas gemeistert werden. Und da schauen wir jetzt gleich mal weiter, was das Universum hier als Aufgabe für dich vorschlägt. Und das Universum sagt, hier zeigt sich eine einseitige Angelegenheit. Das kann jetzt vieles bedeuten. Das Einseitige kann auch von dir ausgehen oder von einem Gegenüber. Also ist hier offenbar eine weitere Person involviert. Ja, ich meine, das kann schon auch die Verbindung betreffen, aber ich denke, es geht hier mehr um eine Tätigkeit, so wie sich das anfühlt. Und diese Tätigkeit, die hier in den Vordergrund gerückt wird, oder diese Angelegenheit, mein lieber Wassermann,
Da zeigt sich, entweder hast du hier sehr viel Interesse daran und eine andere Person, die hier mit involviert ist, eben nicht. Oder es ist genau andersherum, dass du hier nicht wirklich Interesse an einer bestimmten Angelegenheit hast, aber die andere Person durchaus. Wichtig ist hier zu erkennen, was hier los ist, ja. Lass das ein bisschen auf dich wirken, denn es kann durchaus sein, dass das vielleicht auch ein Thema ist, das dir noch gar nicht bewusst geworden ist. Und das hier könnte natürlich beispielsweise auch eine bestehende Partnerschaft oder eine Freundschaft, ja, oder vielleicht auch eine Verbindung innerhalb deiner Familie belasten und möchte erkannt werden. Ja, also ich sehe das hier mehr als ein Thema, ja, das hier zwischen dir und deinem Gegenüber steht, wo hier einer mehr Interesse hat als der andere. Bei den wenigsten geht es hier tatsächlich um die Verbindung selbst, denn ich sehe hier mehr, dass diese Verbindung, die sich hier zeigt, erhalten bleiben soll, aber bei diesem Thema, da soll eben etwas erkannt werden. Und da schauen wir jetzt gleich mal weiter in die Blockade. Und das, was hier sichtbar wird, ist, dass du das Gefühl hast, hier irgendwie nicht weiterzukommen oder nichts machen zu können. Und das hängt jetzt eben mit dieser einseitigen Angelegenheit zusammen. Und was ich hier sehr spannend finde, mein lieber Wassermann, ist, auch hier zeigt sich ein Neustart. Irgendetwas kann ungeschehen gemacht werden, also unter Anführungsstrichen, denn die Zeit können wir natürlich nicht zurückdrehen. Also das ist mehr im übertragenen Sinn gemeint. Ich sehe hier auch, du sollst in deine Energie zurückfinden. Ja, deine Intuition soll sich auch steigern. Und was sich hier auch zeigt, ist, ja, dass du einer bestimmten Situation absolut gewachsen ist. Deine Stärke, die ist dir vielleicht aktuell auch nicht bewusst, beziehungsweise ist hier vielleicht auch irgendetwas blockiert. Das hat hier offenbar alles mit dieser einseitigen Angelegenheit zu tun. Und da, denke ich, wird es vermutlich darum gehen, miteinander zu sprechen. Also Kommunikation wird hier in irgendeiner Art und Weise bei vielen eine große Rolle spielen. Aber ich sehe hier eben auch diesen Geist des Blitz, ja, denn ich bekomme hier nicht mehr Einblick. Ich sehe nur, was auf der anderen Seite auf dich wartet, ja, und ich denke, dieser Geistesblitz, der spielt hier eben auch eine entscheidende Rolle. Schauen wir mal weiter, was das Universum hier noch für eine Botschaft für dich hat. Das Universum verweist hier auf das Thema Gerechtigkeit. Also das hat sich bis jetzt, glaube ich, schon in zwei Legungen, hat sich das jetzt schon gezeigt. Also dürfte dieses Thema hier aktuell für das Kollektiv bedeutend sein, weil ich vermute, das wird sich wahrscheinlich auch noch in ein paar anderen Legungen zeigen. Hier geht es auch um ein gewisses Gleichgewicht, ja, also für manche eben Gerechtigkeit in einer zwischenmenschlichen Situation, für andere mehr das Thema Gleichgewicht zu erkennen, ja, was soll bleiben, was soll gehen, was darf kommen. Und auch hier sehe ich diese einseitige Angelegenheit, die sich hier aktuell blockierend auswirkt. Ich denke, das wird hier vermutlich für dich der Schlüssel sein. Das Universum verweist hier eben auch darauf, dass hier eine Situation in ein Gleichgewicht zurückfinden soll. Und wenn wir jetzt hier noch in die Tendenz schauen, dann sehe ich, dass du hier etwas loslassen kannst oder dass etwas hier keinen negativen oder belastenden mehr Einfluss mehr auf dich haben soll. Auch das sehe ich wieder in Verbindung mit dieser einseitigen Angelegenheit. Du wirst hier erkennen, was zu tun ist. Ja, und hier relativ leicht Maßnahmen setzen können. Und was sich hier auch für eine bestimmte Gruppe zeigt, ist, dass hier ja Zahlen, Daten, Fakten auch eine entscheidende Rolle spielen. Ja, eine wirklich spannende Legung, mein lieber Wassermann. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual. Und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du über neue Legungen informiert werden möchtest. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste.
Ich glaube an dich, glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo mein lieber Zwilling, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Zwilling. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Eine sehr interessante Legung zeigt sich hier. Es geht hier bei dir gerade darum, bei etwas tätig zu werden. Da sehe ich auch eine weitere Person involviert. Hör mal hinein, ob das hier deine Botschaft ist, mein lieber Zwilling. Und solltest du dich in dieser Legung nicht wiederfinden, dann kannst du natürlich auch zu jedem Zeitpunkt die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond ansehen. Ich habe jetzt noch eine Zusatzinformation gezogen. Da geht es um etwas, wo du dich nicht wirklich ernst genommen fühlst, ja, oder hinten angestellt fühlst. Es geht hier auch ums Thema Gerechtigkeit, also das schlägt sich jetzt schon regelrecht durch, denn ich hatte jetzt, glaube ich, in drei Legungen kam das Thema Gerechtigkeit eben auch vorhin in der Wassermann-Legung. Also es geht ganz allgemein darum, irgendetwas soll in ein Gleichgewicht zurückfinden und es ist etwas, das hier gemacht werden soll, wo es darum geht, ins Tun zu kommen. Da schauen wir jetzt gleich mal weiter, was das Universum hier als Aufgabe für dich vorschlägt. Und ich sehe, hier geht's zum einen um einen Stillstand und auch um eine Meinungsverschiedenheit. Ja, also man ist hier unterschiedlicher Meinung. Und da sehe ich ein Thema bezüglich der Finanzen für sehr, sehr viele. Bei manchen wird das hier vielleicht tatsächlich auch eine Erbschaftsangelegenheit sein. Das wird aber vermutlich nur eine kleine Gruppe betreffen, weil das natürlich sehr speziell ist. Ganz allgemein gesehen ist es eine Angelegenheit, die für dich persönlich sehr wertvoll ist. Ja, zeigt sich ja nur einfach, dass es bei einigen um ein Thema im Bereich der Finanzen geht. Oder wo hier Finanzen in irgendeiner Form auch eine Rolle spielen. Und da sehe ich einen Stillstand und eben die Meinungen gehen auseinander. Ich sehe hier aber auch, dass hier eine Einigung gefunden werden kann, mein lieber Zwilling. Das, was sich hier zeigt, ist, man redet hier irgendwie aneinander vorbei. Ja, also im Prinzip möchte man schon dasselbe, aber irgendwo driftet es auseinander. Also das ist wirklich ganz interessant. Da schauen wir jetzt gleich mal weiter in die Blockaden. Da sehe ich, es geht um eine Unklarheit. Irgendetwas ist hier unklar bezüglich dieser Situation oder vielleicht fühlst du dich auch im Unklaren gelassen. Das würde hier auch den Zusatzimpuls erklären. In der Ausgangssituation schauen wir uns auch das mal näher an. Okay, du hast hier auch das Gefühl, Ja sagen zu müssen, zustimmen zu müssen. Also die andere Person, die ich hier wahrnehme, also ich nehme mindestens eine weitere Person wahr, die zeigt sich hier schon eher aufdringlich, eher dominanter. Aber, mein lieber Zwilling, du vergisst hier deine Stärke. Das sehe ich hier auch. Es ist hier offenbar wichtig, über bestimmte Themenbereiche zu sprechen, die hier unklar sind. Also das kann ich hier herauslesen. Und dem hier entgegenzuwirken, denn diese Person scheint auf irgendetwas zu drängen, ja, oder sich hier durchsetzen zu wollen. Und das ist hier entscheidend. Da zeigt sich nämlich das ein oder andere, was hier unklar ist. Und das ist wichtig, dass das hier in eine Klarheit kommt. Also geht's hier um ein Gespräch. Und dieses Gespräch, denn manche schreiben hin und wieder in den Kommentaren, hier ist kein Gespräch mehr möglich. Das ist hier eine Situation, mein lieber Zwilling, wo es um Kommunikation geht. Also man ist hier
in Kontakt miteinander. Das sehe ich hier ganz, ganz klar. Also ist es auch wichtig, miteinander zu sprechen. Und es geht hier für dich auch um bestimmte Bereiche, die du, wo es dir wichtig ist, dass das so abläuft, wie du es dir vorstellst, beziehungsweise wo du hier auch weißt, dass das für beide Seiten eine sehr gute Lösung ist. Also das schwingt hier auch mit. Da schauen wir jetzt gleich mal weiter, was das Universum hier noch für eine Botschaft für dich hat. Und da sehe ich, also es gibt hier bereits eine Vorgeschichte tendenziell in dieser Verbindung. Also da haben sich immer wieder mal schwierige Themen gezeigt, was jetzt nicht bedeutet, dass die Person, mit der du es hier zu tun hast, ein bösartiger Mensch sein muss. Ja, ich sehe nur, es gibt hier eine Vorgeschichte und das, was du hier mit dieser Person bereits erlebt hast, das soll hier auch eine Schlüsselfunktion haben, denn das Universum sagt, dir wird hier etwas bewusst werden, dir wird hier klar werden, wie man das lösen kann. Vielleicht geht es ja auch darum, wie man miteinander spricht. Und es ist hier durchaus möglich, dass du hier dann erkennst, wie du mit dieser Person sprechen kannst, damit das, was du vermitteln möchtest, auch so ankommt, ja, wie du es meinst. Ja, also dass die Person hier versteht, worum es dir hier geht, weil ich habe hier irgendwie das Gefühl, ja, dass diese Person vielleicht auch ein bisschen beratungsresistent sein könnte, aber eben, was ich ja auch durchschlägt generell, also nicht nur bei dir, sehr gerne über andere, wie man so schön sagt, drüber redet. Und da sehe ich, du wirst hier etwas erkennen, ja, in der Vergangenheit, also was sich bereits ereignet hat, was dazu führt, dass man sich hier einig werden kann. Ja, und da geht's eben auch, da sehe ich eben auch eine Wunscherfüllung für sehr, sehr viele. Und das ist hier auch entscheidend. Und das ist für beide Seiten gut, mein lieber Zwilling. Ja, also da geht's jetzt auch nicht drum, dass man sich hier gegenseitig irgendetwas wegnimmt oder dergleichen, sondern es geht um eine Einigung, die für beide Seiten gut ist und du wirst hier erkennen, was zu tun ist, dass die Situation in einen Ausgleich kommt. Schauen wir noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Ja, und hier haben wir eine Kurskorrektur. Also das Universum sagt, hier soll eben etwas erkannt werden. Also es ist wichtig, über die Vergangenheit zu reflektieren, mein lieber Zwilling, weil sich dieses Uneinigsein erst auflösen kann, ja, wenn du hier diese Eingebung hast oder wenn du hier erkennst, was sich hier in der Vergangenheit ereignet hat. Das muss jetzt aber nicht in den nächsten 5 Minuten geschehen. Das kann durchaus sein, dass du hier in den nächsten wenigen Stunden oder Tagen plötzlich die Eingebung hast, die du hier brauchst, ja. Was du hier zu dieser Person sagen kannst, denn diese Sache ist offenbar sehr wertvoll für beide Seiten. Und das, was ich sehe, ist, du hast es trotzdem in der Hand, auch wenn sich diese Person hier sehr dominant zeigt. Du hast hier einen guten Blick oder du sollst hier demnächst einen guten Blick auf die Sache haben. Ich hole jetzt hier noch einen Impuls für dich ein. Okay, ich wollte nur wissen, was sich dann zeigt, wenn es erkannt wird, also weil diese Sache ja offenbar sehr, sehr wichtig ist. Und hier bekommen wir, also du siehst es selbst, hier bekommen wir die Information für dich, die Lage soll sich beruhigen. Ja, also das ist ja quasi die Quintessenz, aber es ist ja offenbar wichtig, etwas zu erkennen, dass sich in der Vergangenheit ereignet hat, was dir jetzt hilfreich sein soll in dieser zwischenmenschlichen Angelegenheit. Denn ich sehe, man kann hier eine Einigung finden, aber das ist ja an irgendeinen Mechanismus gekoppelt, der sich tendenziell in den nächsten wenigen oder der tendenziell in den nächsten wenigen Stunden oder Tagen tatsächlich ausgelöst werden kann.
Ja, eine wirklich spannende Legung, mein lieber Zwilling. Wir kommen jetzt aber zum Abschlussritual. Und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über deinen Kommentar oder einen Like. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo, meine liebe Waage. Hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meine Waage. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Eine sehr interessante Legung, meine liebe Waage. Hör mal hinein, ob das hier deine Botschaft ist. Und solltest du dich in dieser Legung nicht wiederfinden, kannst du natürlich gerne alternativ dazu auch die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond ansehen. Ich brauche nur noch eine Zusatzinformation, dann starten wir hinein. Und bitte keine Sorge wegen der 666, die ist Teil eines Engelszahlenzyklus für alle, die neu dazugestoßen sind. Davor kommt die 555 und danach kommt die 777. Ja, also kein negatives Omen oder dergleichen, ganz und gar nicht. Aber dazu dann später. Jetzt starten wir mal hier bei deiner Legung. Es geht hier für dich gerade um eine Art Abschied oder darum, etwas abzuschließen. Ja, also prinzipiell, also ein Ende, das auch wichtig ist, also irgendetwas endet, das kann eine Verbindung sein zu einer bestimmten Person, das kann auch ein Lebensabschnitt sein, eine Tätigkeit, also es ist ein sehr präsentes Ende. Vielleicht für manche eben auch das Thema Glaubenssatz, sich von bestimmten Glaubenssätzen zu verabschieden und das neue Selbst sozusagen zu empfangen. Also das nehme ich ja auch für einige wahr. Manchen fällt dieser Abschied hier nicht leicht, ja. Also das zeigt sich ja auch. Und was ich hier nur hinzufügen möchte, weil hin und wieder das Thema in den Kommentaren aufkommt, also es geht hier jetzt nicht um das Thema Tod und Sterben, ja. Das darf sich maximal in der Vergangenheit zeigen, also etwas, das man bereits weiß, meine liebe Waage, das möchte ich nur als Zusatzinformation hinzufügen, ja, weil ich hier hin und wieder schon Kommentare gelesen habe und sich hier ja auch eine Abschiedsenergie zeigt. Ja, und diesbezüglich möchte ich eben nur kurz darauf eingehen. Ich sehe es mehr in Verbindung, ja, mit einer Tätigkeit, mit einem Lebensabschnitt und vor allem eben, wenn sich etwas Zwischenmenschliches zeigt mit einer Person, ja, mit der du dich jetzt tendenziell eher nicht mehr verstehst, ja. Und da schauen wir jetzt gleich mal weiter, was das Universum hier als Aufgabe für dich vorschlägt. Denn wo ein Ende, da ein Anfang, meine Liebe Waage, und das Universum sagt, hier zeigt sich ja eine Unklarheit, Ungewissheit. Irgendetwas ist hier im Unklaren geblieben oder ist gerade unklar und führt dazu, dass es dir hier schwerfällt, abzuschließen, das Ganze loszulassen. Und das Universum sagt hier auch, es ist hier wichtig, die Belastung innerhalb dieser Situation zu erkennen. Und das ist hier eine Belastung, die sich aber schon länger zeigt, ja. Also es muss jetzt nicht zwingend darum gehen, dass das Unklare hier geklärt werden muss. Manchmal ist es einfach so, also das kann hier auf eine bestimmte Gruppe zutreffen. Ich habe ja aber schon das Gefühl, dass sich hier noch etwas zeigen soll, meine liebe Waage. Manchmal geht es eben auch darum zu erkennen, dass eine Situation ungeklärt bleibt.
bleibt und es einfach wichtig ist, das Ganze hinter sich zu lassen, ja, weil es einfach eine fortwährende Belastung bedeuten würde. Also das Universum sagt, für dich geht es ja aktuell eigentlich auch um einen ziemlich starken Umbruch, der hier wichtig wird, und der steht hier in Verbindung mit dieser Unklarheit. Da schauen wir jetzt gleich mal weiter in die Blockaden, und das ist wirklich ja sehr interessant, was wir hier für ein Bild bekommen. Denn blockiert ist hier eine gewisse Transparenz, eine gewisse Klarheit, meine liebe Waage. Ja, so wirklich, wirklich spannend. Da würde ich jetzt aber sagen, schauen wir mal, ob uns das Universum hier vielleicht noch ein bisschen mehr verraten kann. Das ist ja erfreulich. Das hat sich schon ausgezahlt, da nochmal nachzufragen, meine liebe Waage. Hier sind gute Neuigkeiten mit blockiert. Also das ist temporär. Wir schauen uns ja immer nur Blockaden an, die eben auch bereit sind, aufgelöst zu werden. Also es geht hier um gute Neuigkeiten, die hier auf dich zukommen. Die dürften hier auch für die meisten in Verbindung stehen mit dieser Situation. Also irgendetwas Gutes für dich soll sich hier zeigen. Das kann, also für manche spüre ich hier aber noch eine weitere Energie, die hier irgendwie mit verknüpft ist, aber inhaltlich nichts mit dieser Situation zu tun hat. Also das soll auf jeden Fall auf dich zukommen, meine liebe Waage. Da würde ich sagen, da schauen wir gleich mal weiter, was das Universum hier noch für eine Botschaft für dich hat. Und da kommen wir jetzt zur 666-Energie. Die 666 ist eine Engelszahl, und Engelszahlen in meinen Legungen stehen ja auch immer dafür, dass du genau am richtigen Weg bist, stehen für schicksalhafte Zyklen. Und bei der 666-Energie geht es darum zu erkennen, ja, was sich jetzt verändern soll. Was möchtest du loslassen? Und da gibt uns das Universum sogar auch noch ein bisschen mehr Einblick. Also es geht hier um Themen, die dich Kraft kosten, also wo auch nicht wirklich etwas zurückkommt. Also das dürfte hier mit diesem Ende zusammenhängen. Also das soll hier abgeschlossen werden, weil es mehr Energie kostet, als Energie zurückfließt. Und ich sehe hier auch, hier geht es auch um eine Situation, in der du dich nicht ernst genommen fühlst oder wo du hier das Gefühl hast, dir wird hier dein Platz vielleicht nicht zugestanden, ja, oder das Thema Respektlosigkeiten könnte das auch betreffen in zwischenmenschlichen Verbindungen. Also wir bekommen hier Zusatzimpulse, ganz allgemein für dich aktuell wichtig zu erkennen, was soll sich verändern, was duldest du so nicht mehr, ja, was siehst du in deiner Zukunft nicht. Und parallel dazu zeigt sich sehr gerne die 777 Energie, also zur 666 Energie ist auch schon sehr oft vorgekommen, und das möchte ich hier gleich eben mitnehmen, denn bei der 777 Energie, da geht es ums Glück, da sehe ich eben auch die guten Neuigkeiten. Und du kannst hier dann durch die Vorbereitung mit der 666-Energie viel klarer ausformulieren, was du tatsächlich möchtest. Ja, und je klarer du formulierst, was du möchtest, ja, da geht es eben auch ums Thema Manifestieren bei der 777-Energie. Je klarer du das formulieren kannst, ja, desto schneller kann es sich dann auch zeigen, ja, und desto eher wird sich auch das zeigen, was du tatsächlich möchtest. Also eine ganz wichtige Botschaft, die wir hier für dich haben, und da schauen wir jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Und für manche sehe ich hier, dass man hier schon sehr lange auf die Klarheit wartet oder dass man hier dass hier diese unklare Situation aufgelöst wird. Da sehe ich, dass das relativ bald geschehen soll, ist hier aber auch geknüpft an das, was, also an die 666-Energie geknüpft, also zu erkennen, was soll sich verändern, was möchtest du loslassen, was möchtest du hinter dir lassen. Ja, und für manche, das muss ich einfach auch dazu sagen, da sehe ich, es soll dir bewusst werden, also das, was aktuell im Unklaren ist, wo das Universum hier auch sagt, es ist einfach wichtig zu erkennen, das tut dir so nicht gut.
Bei manchen wird das noch ein bisschen dauern, ja. Also da sehe ich, du wirst es erfahren, aber es soll hier noch ein bisschen Zeit vergehen. Wie viel, das ist schwer einzuschätzen, weil die Karten sich tendenziell nicht so sehr an Zeitangaben halten. Es ist eben auch oft ans eigene Tun geknüpft und oft geht es hier eben auch um einen gewissen Mechanismus, der hier abläuft. Und das Universum möchte dich dann hier einfach informieren. Du wirst es erfahren, was das ist. Also du wirst hier Klarheit erhalten, genau zum richtigen Zeitpunkt. Ja, eine wirklich spannende Legung, meine liebe Waage. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du über neue Legungen informiert werden möchtest. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo mein lieber Fisch, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Fisch. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Okay, ich brauche auch hier noch eine Information und dann geht's auch schon los, mein lieber Fisch. Hör mal hinein, ob das hier deine Botschaft ist und solltest du dich in dieser Legung nicht wiederfinden, kannst du alternativ dazu natürlich auch die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond ansehen. Ich sehe, es geht hier auch in gewisser Art und Weise ums Thema Gerechtigkeit. Das hat sich jetzt schon in sehr vielen Legungen gezeigt, in diesem Legezyklus, also ein auffallendes Thema. Das bedeutet, aktuell geht es für viele darum, dass in bestimmten Begebenheiten ein Gleichgewicht wiederhergestellt werden soll. Das sehe ich auch in Verbindung mit dem Thema Kommunikation. Das kann eben auch, also das kann zum einen bedeuten, dass du mit einer bestimmten Person hier direkt sprichst, ist aber auch möglich, dass du hier vielleicht zufällig irgendetwas liest, oder hörst und dann fällt ein bestimmter Satz, ein bestimmtes Wort und plötzlich hast du hier Klarheit bezüglich dieser Situation, die sich hier als sehr ungleichgewichtig zeigt, vielleicht eben auch ungerecht. Und das Universum sagt, es ist hier nur eine Frage der Zeit. Also das ist bekannt, was hier los ist und das soll so nicht stehen gelassen werden. Da schauen wir jetzt gleich mal weiter, was das Universum hier als Aufgabe vorschlägt. Und da sehe ich, irgendwo ist hier die Stimmung gedrückt, vielleicht eben auch bezüglich eines bestimmten Vorhabens. Du möchtest etwas in Angriff nehmen, aber es fühlt sich extrem schwer an, ja. Und das Universum verweist hier auf Unterstützung. Das zeigt sich hier sogar dann noch einmal in der Legung. Das könnte hier bedeuten, etwas nachzulesen, nachzusehen, zu recherchieren. Also es geht allgemein darum, dass du hier von den Erfahrungswerten oder vom Wissen einer anderen Person profitieren kannst. Das kann auch jemand aus deinem Umfeld sein, vielleicht aus dem Freundeskreis, der Familie, kann auch, wenn vorhanden, der eigene Partner, die eigene Partnerin sein. Für manche geht es ja auch um einen Expertenrat, wie beispielsweise eine Rechtsberatung oder eine Finanzberatung oder dergleichen, also nur um hier ein paar Beispiele zu nennen. Und da sehe ich, da kann eine sehr rasche Lösung gefunden werden, beziehungsweise eine Art
Abkürzung. Ja, also das ist nicht so, das soll sich nicht so schleppend entwickeln, wie es sich gerade anfühlt, mein lieber Fisch. Da schauen wir jetzt gleich mal weiter in die Blockaden. Und da sehe ich auch, was hier blockierend wirkt. Bitte lass dich vom Bild der Karte nicht täuschen. Ja, hier zeigt sich ein Gefühl, ja, der Fremdbestimmung. Also du fühlst dich hier irgendwo fremdbestimmt oder sehr stark vereinnahmt, vielleicht eben auch kontrolliert, irgendwo eingeschränkt. Bei manchen nehme ich ja auch wahr, man fühlt sich hier sehr stark verpflichtet. Und das dürfte hier eine vornehmlich eher zwischenmenschliche Situation betreffen. Was aber nicht bedeutet, dass dein Gegenüber hier irgendetwas im Schilde führen muss. Ja, also das kann einfach eine Verstrickung sein, die sich im Laufe der Jahre herausgebildet hat. Und jetzt geht es hier darum, dass diese Verstrickung gelöst wird. Ja, also dass du dich hier auch wieder freier fühlst. Also das nehme ich hier ganz stark wahr. Diese Situation, ja, die kann sowohl im privaten Umfeld zu finden sein, als auch vielleicht in einer beruflichen Situation. Schauen wir mal weiter, was das Universum hier noch für eine Botschaft für dich hat. Ja, und da sehe ich es auch, also irgendetwas wird hier auf dich abgewälzt. Das ist hier offenbar auch das Thema. Das bedeutet, wie gesagt, noch einmal nicht, dass das hier absichtlich geschieht oder dass dir hier irgendjemand schaden möchte. Ich meine, kann natürlich sein, ja, also das hängt von der Situation ab. Aber das ist hier eine allgemeine Kartenlegung, deshalb beleuchte ich das aus verschiedenen Blickwinkeln, weil ich hier nicht weiß, wer dein Gegenüber tatsächlich ist. Und hier geht es einfach um ein Ungleichgewicht, ja, also irgendetwas wird auf dich abgewälzt oder du hältst hier den Kopf für jemand anderen hin. Und egal, was es hier konkret ist, das Universum zeigt uns hier, du wirst hier einen Geistesblitz haben. Auch das hat sich jetzt schon mehrfach in den Legungen gezeigt. Also offenbar eine sehr, ja, klärende Energie, die sich hier gerade zeigt, wo man hier rasche Lösungen für gewisse Themen finden kann. Ja, also ich meine, ich sehe das hier sogar, eigentlich sogar dreimal in der Legung, dass das hier relativ rasch gehen soll. Und dass dieser Wendepunkt, der sich auch sehr plötzlich zeigen soll, also vielleicht eben eine Eingebung. Das kann hier aber auch mit dieser Beratung zusammenhängen oder mit diesem Austausch zusammenhängen, mein lieber Fisch, das, was sich hier zeigt. Du wirst hier für dich eine Lösung finden. Wir schauen jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Ja, und hier zeigt sich die Unterstützung noch einmal. Also das könnte hier sein, dass du hier ja an verschiedenen Stellen Unterstützung suchst oder es geht hier darum, dass sich das hier sehr bald zeigen soll, also eine ganz konkrete Person. Und was ich hier auch sehe ist, das hat sich, glaube ich, auch schon in einer Legung gezeigt, die Situation wird in gewisser Art und Weise, ja, neutraler gemacht, ja, beziehungsweise Zahlen, Daten, Fakten sind hier Teil der Lösung. Und ich sehe hier eben auch, es geht hier um Unterstützung. Du stehst hier nicht alleine in dieser Situation. Also Unterstützung ist da, möchte offenbar von dir erkannt werden. Das können wir hier auch herauslesen. Manche wissen vielleicht auch schon, mit wem sie hier sprechen sollten in dieser Situation. Und ich sehe hier, wie gesagt, Zahlen, Daten, Fakten und ein eher sachlicher Blick auf die Situation soll hier dazu führen, dass du diese Angelegenheit für dich auflösen kannst. Ja, eine wirklich spannende Legung. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual. Und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du über neue Legungen informiert werden möchtest. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich. Glaub an dich.
möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo, mein lieber Krebs. Hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Krebs. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Eine sehr, sehr schöne Legung, mein lieber Krebs. Hör mal hinein, ob das hier deine Legung ist, und solltest du dich in dieser Legung nicht wiederfinden, dann kannst du natürlich auch zu jedem Zeitpunkt die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond ansehen. Ich sehe, bei dir geht's hier gerade darum, dass sich eine gewisse Leichtigkeit, Erleichterung zeigen soll. Also das strebst du hier gerade an. Das dürfte hier für einige auch ein bestimmtes Ziel betreffen. Holen wir uns hier noch eine Information ein. Okay, also hier dürfte es in der Vergangenheit ein bisschen oder in der kürzeren Vergangenheit ein bisschen schwierig gelaufen sein bezüglich einer bestimmten Sache, und jetzt zeigt sich hier eine Trendwende. Das könnte hier auch eine zwischenmenschliche Situation betreffen, dass du dich hier vielleicht unverstanden gefühlt hast oder respektlos behandelt wurdest oder dergleichen. Ja, also eine Phase, in der du dich irgendwie allein gefühlt hast, die soll sich jetzt auflösen, oder unverstanden gefühlt hast. Da schauen wir jetzt gleich mal weiter, was das Universum hier als Aufgabe für dich vorschlägt. Und das Universum zeigt mir hier, für dich ist es aktuell besonders wichtig, dich aus bestimmten Situationen zu befreien oder herauszulösen, beziehungsweise das hier könnte es auch um die ein oder andere Aussprache gehen, wo du dich hier irgendwo fremdbestimmt fühlst. Ja, also das ist auch ein Thema, das hat sich jetzt schon ein paar Mal in diesem Legezyklus gezeigt, also vermutlich auch eine kollektive Energie. Hier zeigen sich auch einige Themen, die dich schon recht lange begleiten, und das Universum zeigt hier auch an, dass du jetzt in einer sehr günstigen Situation bist, ja, hier in gewisser Art und Weise aufzuräumen. Also ich sehe hier verschiedene Themen. Es geht ums Thema Erleichterung, die du selbst herbeiführen kannst. Ja, und da geht es schon auch darum, bestimmte Dinge zu klären oder abzuschließen oder vielleicht auch bestimmte Verpflichtungen wieder zurückzugeben. Bei manchen geht es ja auch um eine bestimmte Verbindung, ja, die schon länger besteht, wo sich hier einiges angesammelt hat, das jetzt endlich aufgeklärt werden soll, was für dich dann eben auch eine Erleichterung bedeutet. Und vermutlich auch für dein Gegenüber, denn oft sind diese Situationen ja auch in gewisser Art und Weise gespiegelt. Schauen wir jetzt mal weiter in die Blockaden. Da sehe ich, für manche geht es hier unter anderem auch um die Finanzen. Da geht es um etwas, das sich anbahnt, mein lieber Krebs. Für manche geht es hier um eine finanzielle Absicherung. Es kann aber auch um etwas gehen, das für dich persönlich sehr wertvoll ist. Das können auch mehrere Themen sein, die hier abgesichert werden möchten, irgendwo auch geschützt werden möchten vor Fremdenergien oder Zugriffen von außen. Ja, also eben das Thema, das sich hier in den Aufgaben zeigt. Hierfür ist es aber wichtig, tätig zu werden, mein lieber Krebs. Also wenn es tatsächlich um die Finanzen geht, vielleicht bedeutet das für dich, dass es hier um eine Finanzberatung beispielsweise gehen könnte, ja, oder vielleicht eben auch Sicherheit, Absicherung, was hier zu tun ist oder dergleichen, oder was du hier machen kannst. Ja, also das könnte es auch sein.
Ich sehe es aber, wie gesagt, für viele in Verbindung mit einer zwischenmenschlichen Situation. Und das ist hier entscheidend. Und diese Blockade, die soll sich hier eben auch durch die Aufgabe, die dir das Universum hier zeigt, auflösen lassen. Ja, und da schauen wir jetzt gleich mal weiter, was das Universum hier noch für eine Botschaft für dich hat. Ja, und da sehe ich, es geht hier, das Universum zeigt mir hier eine Beobachtung, die du demnächst machen wirst. Also irgendetwas wird sichtbar werden. Und da sehe ich eben auch, dass sich diese oder eine bestimmte Schwierigkeit, die sich hier zeigt, auflösen soll. Irgendetwas wird aufgelöst. Irgendein Widerstand lässt sich auflösen durch eine bestimmte Beobachtung, die du demnächst machen sollst. Tendenziell in den nächsten wenigen Stunden bis Tagen, weil wir hier hauptsächlich im Zeitraum der Gegenwart sind. Und das reicht ein bisschen in die Vergangenheit und ein bisschen in die Zukunft. Ja, und dann wollen wir natürlich noch in die Tendenz schauen, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Und da sehe ich, ja, also du siehst es, denke ich auch, du findest hier zurück in deine Energie. Hier ist schon ein gewisser Aufwand zu betreiben und das ein oder andere abzuschließen, aber das soll sich absolut bezahlt machen. Ich sehe hier auch eine Stabilität, ja, also eine gewisse Bodenständigkeit lässt sich hier für mich wahrnehmen, was hier bedeutet. Hier werden Maßnahmen gesetzt oder in die Wege geleitet, je nachdem, was hier abgesichert werden soll, ja, das wird dementsprechend auch Zeit in Anspruch nehmen, ja, für manche geht es ja vielleicht eben tatsächlich um einen gewissen Handgriff, also nicht mehr, und für manche ist das hier ein Prozess, der aber einfach wichtig ist, der hier gestartet werden soll und sich vielleicht eben über einen längeren Zeitraum ziehen könnte, ja, je nachdem, was das ist, aber ganz allgemein sehe ich hier, ja, du kommst im Hier und Jetzt an. Also die Ausgangssituation, die mir hier gezeigt wurde, ja, die sehe ich hier vollkommen aufgelöst, mein lieber Krebs. Ja, eine wirklich schöne Legung. Wir kommen jetzt aber zum Abschlussritual. Und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du über neue Legungen informiert werden möchtest. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo mein lieber Skorpion, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Skorpion. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Eine sehr interessante Legung, mein lieber Skorpion. Hör mal hinein, ob das hier deine Legung ist. Und solltest du dich in dieser Legung nicht wiederfinden, dann kannst du natürlich auch alternativ dazu die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond ansehen. Ich sehe, es geht hier um ein Ende. Also das ist eine Art natürliches Ende. Ein Zyklus endet. Und wo ein Ende, da natürlich auch ein Anfang. Ja, also hier zeigt sich eine gewisse Unruhe in dieser Veränderung. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob du dieses Ende, ja, ob dieses Ende schon geschehen ist oder kurz bevorsteht. Ja,
Also irgendetwas soll enden, abgeschlossen werden. Könnte hier auch sein, dass du hier die Befürchtung hast, ja, dass dieses Ende ja zu Turbulenzen führen könnte. Ich meine, ich sehe, es geht um eine Veränderung. Das ist dann natürlich auch logisch, wenn etwas endet und etwas anderes beginnt, zeigt sich natürlich eine Veränderung. Keine Sorge davor, mein lieber Skorpion, diese Veränderung ist gut. Und auch dieses Ende, das sich hier zeigt, was auch immer das sein mag, das ist auch so vorbestimmt. Irgendetwas soll hier abgeschlossen werden, damit ein neues Kapitel aufgeschlagen werden kann. Da schauen wir jetzt gleich mal weiter, was das Universum hier als Aufgabe für dich vorschlägt. Das möchte ich mir auch ein bisschen näher ansehen. Okay, das Universum sagt, es ist für dich an der Zeit, hier tätig zu werden, was das Ende betrifft. Und dann bekomme ich ja auch noch den Zusatzimpuls, dass sich bei dir aktuell diverse Ablenkungen oder Verlockungen zeigen, wo das Universum sagt, pass hier auf, denn das kann zu einer Verzögerung führen oder zu einem Stillstand, was jetzt diese Veränderung betrifft. Ja, also Ablenkungen oder vielleicht eben auch vielleicht hat dir hier auch jemand ein Angebot unterbreitet, das so gut klingt, um wahr zu sein. Dann frag hier sicherheitshalber einfach mal nach, klär das für dich. Also da besteht jetzt kein Grund zur Sorge. Vornehmlich, wenn das hier vielleicht irgendeine vertragliche Angelegenheit ist, mein lieber Skorpion, ja, dann kann man es bestimmt eben auch nachlesen im Kleingedruckten, wenn die Sache hier einen Haken hat, denn das wird mir hier angezeigt. Aber im Großen und Ganzen sehe ich das hier so für die meisten, dass es hier ums Thema Ablenkungen geht. Und es ist wichtig, jetzt tätig zu werden, was diese Sache betrifft, die abgeschlossen werden soll. Schauen wir mal weiter in die Blockaden. Da sehe ich das Thema Fülle, Wachstum, und für einige geht es hier ganz eindeutig um eine finanzielle Angelegenheit, weil ich hier eben auch zwei Karten sehe, die unter anderem auch mit den Finanzen zu tun haben. Und da sehe ich auch eine Belastung, eine Last oder eine Art negative Fremdenergie. Nur ein Hinweis zu dieser Karte, die gibt es seit 2015 und hat mit den Ereignissen der letzten Jahre nichts zu tun. Das sage ich nur immer dazu, wenn sie fällt. Hier geht es darum, dass sich hier irgendetwas von außen zeigt, dass dieses Wachstum hier blockiert. Und das sehe ich hier in den Aufgaben. Das ist hier verbunden mit dem Thema Ablenkungen. Ja, oder Verlockungen können das auch sein. Und da sagt das Universum, schau da mal ganz genau hin. Ja, also das soll dir auch auffallen. Werde hier tätig bei dieser Sache, die beendet werden möchte. Das ist hier ganz wichtig, offenbar für diesen Anfang. Also dürfte das ein sehr schicksalhafter Anfang für dich sein, mein lieber Skorpion. Und da schauen wir jetzt gleich mal weiter, was das Universum hier noch für eine Botschaft für dich hat. Da möchte ich noch eine weitere Information einholen. Okay, da bekomme ich jetzt sogar zweimal dieselbe Information. Das Universum sagt hier auch, es ist hier wichtig, den Angelegenheiten im Leben mehr Raum zu geben, ja, die dir Energie geben, die für dich leicht sind, dir Freude bereiten. Aber da ist es eben auch wichtig zu unterscheiden, mein lieber Skorpion, da geht es jetzt nicht um diese Ablenkungen. Ich sehe hier für viele auch, dass es um die Berufung, die Bestimmung geht. Ja, also hier bewusst sozusagen zu leben, könnte hier eben auch diesen Anfang, wie ich gesagt habe, betreffen. Also hier zu starten, dem mehr Raum zu geben, tätig zu werden. Und das, was ich hier auch sehe, ist das, was das Universum hier vorschlägt. Das sind Tätigkeiten, die dir wiederum Energie geben. Ja, also die sich als sehr in gewisser Art und Weise als heilsam zeigen. Ja, ich meine, da geht es jetzt nicht zwingend um die körperliche Gesundheit, sondern ja einfach Balsam für die Seele. Und diese Tätigkeiten, die möchten hier mehr Raum bekommen oder eine höhere Priorität zugeordnet bekommen. Denn das soll dir hier auch aufzeigen, was das Thema Ablenkungen betrifft oder Belastungen betrifft.
irgendetwas. Kann auch sein, dass dich hier vielleicht eine Person in eine gewisse Richtung ziehen möchte, was aber nicht bedeutet, mein lieber Skorpion, dass diese Person dann negative Absichten in deine Richtung hat. Ich sehe hier nur einfach, wenn, also ich sehe es hier nur für eine bestimmte Gruppe, jemanden von etwas überzeugen wollen, ja. Das nehme ich hier wahr und da ist es einfach wichtig, das Ganze für dich zu hinterfragen. Ja, also wenn du hier das Gefühl hast, dass dich jemand in eine bestimmte Richtung drängen möchte, die für dich aber nicht stimmig ist, ja, dann ist es hier auch wichtig aufzupassen. Aber gib hier diesen Dingen mehr Raum, die dir einfach Energie geben. Das können auch die kleinen Momente des Tages sein, wie beispielsweise, dass du ganz bewusst eine Tasse Kaffee oder Tee oder was du auch sonst immer gerne trinkst, ja, dir genehmigst, dir wirklich ein paar Minuten Zeit dafür nimmst und hier merkst, ja, das gibt dir etwas, ja, oder etwas anderes dergleichen, wie ein kleiner Spaziergang oder vielleicht ein gutes Buch oder etwas, das dich sozusagen beflügelt, das dir sofort ja gute Laune verleiht. Das ist hier auch entscheidend, um hier zu erkennen, was dieser Störfaktor hier ist. Wir schauen jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Ja, und hier sehe ich, dass dieses Ende vollzogen wird. Du wirst dich hier von etwas lösen oder hast das vielleicht auch schon. Bei manchen kann das hier tatsächlich auch eine zwischenmenschliche Verbindung betreffen. Da möchte ich aber wie immer hinzufügen, das will wohl überlegt sein. Da kann es auch darum gehen, dass man sich hier von einer bestimmten Person distanziert, der Kontakt aber bestehen bleibt, ja, und es hier einfach um ein bestimmtes Thema geht. Ich sehe das Ende hier tatsächlich aber mehr in Verbindung mit das alte Selbst loslassen, ja, also dass du dich hier vielleicht auch von Eigenschaften oder von Gewohnheiten, das trifft es sogar noch besser, löst, die zu deinem alten Ich gehören. Also könnte das hier auch sein, dass du dich hier sozusagen neu erfindest in gewisser Art und Weise, ja, oder dass das hier andere Ablenkungen sind, die du einfach loslässt. Also ich sehe das hier tatsächlich in diesem Zusammenhang eher nicht zwischenmenschlich, sondern ja, eher mehr mit dir in Verbindung. Und was ich hier auch noch sehe, ist, da kommt etwas herein. Das kann jetzt mit einer bestimmten Person zusammenhängen, muss es aber nicht. Also das kann hier, da kann es um eine Verbesserung deiner finanziellen Situation gehen oder vielleicht auch um eine Zusammenarbeit. Für manche ist das hier nämlich eine reale Person, die kann bereits bekannt sein, muss aber nicht. Kann eben auch sein, also das ist zwar sehr speziell, kann tatsächlich auch sein, dass hier jemand in dich investiert, ja, und es hierfür einfach notwendig ist, sich, damit sich diese Energie auch zeigt, sich von etwas zu lösen, also das, was wir hier schon gesehen haben. Und das ist auch etwas, ja, an dem hältst du mehr aus nostalgischen Gründen fest, aber eigentlich weißt du, das tut dir so nicht gut. Ja, so sehe ich das. Und ist das hier losgelassen, dieser Ballast, mein lieber Skorpion, dann sehe ich hier ein Wachstum. Und entweder gemeinsam mit einer Person oder durch eine Person unterstützt, oder das ist hier ganz allgemein zu sehen, dass sich hier im Bereich der Finanzen oder bei einem Themengebiet, das für dich persönlich sehr wichtig oder wertvoll ist, kann auch die Berufung, die Bestimmung sein, dass sich hier etwas sehr, sehr günstig entwickelt. Ja, eine sehr spannende Legung, mein lieber Skorpion. Wir kommen jetzt aber zum Abschlussritual, und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Abonniere auch gerne kostenlos meinen Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du über neue Legungen informiert werden möchtest. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.
Hallo, mein lieber Widder, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Widder. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Eine sehr, sehr spannende Botschaft, mein lieber Widder. Hör mal hinein, ob das hier deine Legung ist, und solltest du dich in dieser Legung nicht wiederfinden, dann kannst du natürlich auch alternativ dazu die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond ansehen. Für dich geht es hier darum, dass hier etwas in Schwung kommen soll. Hier geht es um Fülle, Wachstum, Bestimmung, Berufung, wie ich hier sehe. Und hierfür soll jetzt auch Platz geschaffen werden. Also das sagt mir das Universum hier. Ein günstiger Zeitpunkt ist gekommen, um hier etwas in die Wege zu leiten. Vielleicht geht es ja auch für manche um eine finanzielle Angelegenheit. Also das sehe ich auch für eine bestimmte Gruppe. Ganz allgemein gesehen, ja, Themen wie Wachstum in den Fluss kommen, und ich sehe hier einfach auch, da kommt ein neuer Impuls hinzu, also etwas bewegt sich auf dich zu, beziehungsweise du bewegst dich auf etwas zu, und das sieht definitiv sehr schön aus, ja, also das könnte auch ein Lebenstraum sein, der jetzt vielleicht realisiert werden kann. Da schauen wir gleich mal weiter, was das Universum hier als Aufgabe für dich vorschlägt. Und das Universum sagt, es ist für dich aktuell ganz besonders wichtig, das große Ganze zu betrachten. Das ist ja ein übergeordnetes Ziel, um das es hier geht, ja. Und das sollst du auch erreichen. Das ist dir auch bestimmt. Ja, da siehst du dich schon am Ziel. Ja, wo möchtest du hin? Und ich denke, das ist hier gerade sehr wichtig, ein übergeordnetes Ziel in den Fokus zu rücken. Vielleicht hast du dich hier aktuell in vielen Details verloren. Das kann ja natürlich auch mal vorkommen. Das Universum sagt hier, schau auf das große Ganze. Wo möchtest du hin? Das soll hier nämlich etwas in Bewegung setzen. Vielleicht eben auch unterschwellig, unbewusst oder unterbewusst. Da holen wir uns gleich noch eine Information ein. Okay, also das Universum gibt mir hier jetzt nicht wirklich viel mehr Preis, also dürfte das sehr, sehr individuell sein. Also im Prinzip bekomme ich hier nochmal dieselbe Information für dich. Also das ist etwas Wertvolles für dich, das ist hier ein größeres Ziel, das du erreichen möchtest, das soll in den Fokus gerückt werden, denn es kann hier für manche auch darum gehen, ja, zu erkennen, was man hier loslassen kann, also dass hier Platz geschaffen werden soll für diese Sache, die hier in den Fluss kommen soll. Schauen wir mal in die Blockaden. Ja, und da geht es jetzt um eine Person, die sehe ich auf dich zukommen. Also das ist hier eine temporäre Blockade, ja, also zeitlich bedingt. Entweder an einen Mechanismus geknüpft oder es geht hier tatsächlich einfach darum, da ist bereits etwas in Bewegung und das Universum möchte dich auf diese Begegnung vorbereiten. Diese Person sehe ich als geschlechtsneutral an. Diese Person kann auch bereits bekannt sein, kann auch ein neuer Kontakt sein. Und das, was hier entscheidend ist, mein lieber Widder, ist die 555. Die 555 ist eine Engelszahl und Engelszahlen in meinen Legungen stehen ja auch immer dafür, dass du am absolut richtigen Weg bist, stehen für schicksalhafte Zyklen. Und die 555, die steht für eine Veränderung.
Und in Verbindung mit dieser Veränderung zeigt sich hier diese Person. Ja, also das ist schon mal etwas sehr, sehr Günstiges. Also etwas soll sich hier offenbar verändern, damit du hier in den Fluss kommen kannst. Und da schauen wir jetzt gleich mal weiter, was das Universum hier noch für eine Botschaft für dich hat. Und da sehe ich, bei manchen war es hier in letzter Zeit ein bisschen schwierig oder sehr anstrengend, belastend. Und es geht für dich darum, dass genau diese Sache jetzt in ein Gleichgewicht zurückfinden soll. Für manche geht es ja auch darum, klar zu erkennen, was man hier loslassen möchte, denn das dürften hier Situationen sein, von denen man sich lösen kann, ja, oder Begebenheiten. Irgendetwas, das hier für sehr viel Unruhe in dir gesorgt hat, ja, und das sehe ich, also bei manchen war die letzte Zeit herausfordernd oder eben bezüglich dieses Vorhabens herausfordernd, ja, also das kann auch nur einen bestimmten Lebensbereich oder eine bestimmte Situation betreffen. Und hier kündigt das Universum Ausgleich an und für manche geht es ja auch tatsächlich um das Thema Gerechtigkeit. Das Thema Gerechtigkeit hat sich in diesem Legezyklus, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, schon wirklich oft gezeigt. Also es geht für viele aktuell ja darum, wieder in eine Balance zurückzufinden oder dass sich bestimmte Situationen wieder stabilisieren sollen. Also wirklich sehr, sehr interessant. Und da würde ich sagen, wir schauen jetzt gleich noch weiter in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Ja, und hier geht es um das Ende eines Zyklus. Also das ist hier auch wichtig. Das sehe ich auch in Verbindung mit der 555-Energie. Etwas wird hier beendet. Das ist hier ein natürliches Ende. Das soll auch so kommen. Das ist gut so und gibt dann eben auch die Bahn frei für diese Sache hier. Wo ich hier einfach auch das Gefühl habe, für irgendetwas soll hier noch Platz geschaffen werden oder irgendeine Art Rechnung unter Anführungsstrichen ist hier noch offen, will noch beglichen werden. Ja, also vielleicht auch etwas, das du schon länger vor dir herschiebst, das kann hier dann zum Abschluss kommen. Ja, und wo ein Ende, da eben auch ein Anfang, was sich hier auch für mich hier bei der 555-Energie zeigt, wo es hier um eine Veränderung geht. Und dafür ist es eben auch wichtig, dass du dir hier wieder bewusst machst, auf was bewegst du dich hier zu, worum geht es hier für dich. Also als würdest du dich in gewisser Art und Weise ja neu kalibrieren, neu ausrichten, ja, oder hier irgendetwas aktualisieren. Das sollst du dann eben erkennen und das bringt dich dann deinem übergeordneten Ziel natürlich auch wesentlich näher. Ja, eine wirklich spannende Legung, mein lieber Witter. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du über neue Legungen informiert werden möchtest. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich. Glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo mein lieber Löwe, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Löwen. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Okay, und auch hier noch bitte eine Information. Sehr, sehr spannend, mein lieber Löwe. Hör mal hinein, ob das hier
deine Legung ist und solltest du dich in dieser Legung nicht wiederfinden, kannst du natürlich auch die Legungen zu deinem Aszendenten oder Mond ansehen, da diese erfahrungsgemäß eben auch sehr passend sein können. Für dich geht es hier aktuell darum, dass du dich auf das Wesentliche konzentrieren sollst. Ja, Ballast soll abgeworfen werden, irgendetwas, was zu viel ist oder hier nicht hingehört, das verlangsamt dich aktuell. Ja, also es geht hier um ein bewusstes Reduzieren auf das, was jetzt wichtig ist. Also der Fokus auf eine bestimmte Priorität, der wird mir hier gezeigt. Da schauen wir jetzt gleich mal weiter, was das Universum hier als Aufgabe für dich vorschlägt. Und das Universum sagt, du verfolgst hier ein bestimmtes Ziel, also hier springt mir auch die 11 entgegen, das heißt, etwas soll gemeistert werden und das steht hier in Verbindung mit einem Anfang. Manche fühlen sich durch diesen Anfang vielleicht sogar tatsächlich wie neu geboren. Also es geht hier um eine Vorbereitung für einige bezüglich eines bestimmten Anfangs, also vielleicht eben Platz schaffen für den Anfang und das Universum möchte dir hier auch sagen, achte auf deine Möglichkeiten. Nicht nur ein Weg führt ans Ziel. Und was ich hier auch ganz klar wahrnehme, ist, einige nehmen hier definitiv im Alltag Synchronizitäten wahr, also Doppelt- oder Dreifachzahlen. Wir haben hier ja auch einen Engelszahlenzyklus im Deck, ja, können auch Uhrzeiten sein. Es kann ja natürlich auch um Symbole oder dergleichen gehen, Krafttiere etc. etc. Ich sehe es aber mehr im Bereich der Synchronizitäten. Wenn sich da eine bestimmte Zahlenfolge öfter zeigt, mein lieber Löwe, dann kannst du da natürlich auch mal nachlesen, ja, wie das näher gedeutet wird. Also nur als Hinweis, weil ich das für manche ganz klar erkenne. Die Einsen deuten hier auch auf einen Anfang hin, also das dürfte hier schon etwas ganz Wichtiges sein und du hast hier verschiedene Möglichkeiten, ja, also du kannst auf verschiedenen Wegen dieses Ziel erreichen und das dürfte hier auch für einige sehr wichtig sein, denn vielleicht hast du dir hier einen bestimmten Weg zurechtgelegt und das Universum möchte, dass du hier deinen Horizont erweiterst in gewisser Art und Weise, weil sich hier einfach mehrere Möglichkeiten zeigen. Bei manchen geht es auch darum, dass die Reihenfolge variabel ist und dich das Universum darauf einfach hinweisen möchte. Da schauen wir jetzt gleich mal weiter in die Blockaden. Hier liegt die Phönixkarte. Das bedeutet, du hast das vielleicht schon einmal versucht oder schon einmal darüber nachgedacht, das zu machen, was diesen Anfang betrifft. Die Phönixkarte ist auch meistens an einen Teufelskreis geknüpft, der dir hier mit auffallen soll. Also der Anfang, der ist nicht mehr allzu weit entfernt oder hat hier schon begonnen. Das, was hier für dich wichtig ist, mein lieber Löwe, ist, ja, irgendetwas wiederholt sich hier und das soll dir bewusst werden. Und da geht es, also beim Thema Teufelskreis geht es eben darum, den eigenen Anteil daran zu erkennen. Da geht es nicht um Themen wie Schuld oder der gleichen, sondern einfach den Mechanismus zu verstehen und was der eigene Beitrag dazu ist, ja. Und da zeigt sich einfach eine Situation, die hat sich so ähnlich angefühlt oder das war vielleicht auch so ähnlich und das hat sich also schon mindestens 2-3 Mal in gewisser Art und Weise gezeigt, ja, so achte hier auf die Gefühle und da sollst du erkennen, an welchen Punkten hast du hier ähnlich oder gleich gehandelt. Denn genau hier kannst du diesen Teufelskreis auflösen, denn es geht darum zu erkennen, was kann ich anders machen oder was mache ich vielleicht gar nicht, was lasse ich los oder dergleichen. Denn es geht hier schon auch darum, dass der Phönix dann in der Luft bleiben soll, ja, also dass hier etwas komplett aufgelöst werden soll. Wir haben hier eben auch die Elfen, die die 11 ist ja eben auch eine Meisterzahl, also etwas soll hier auch gemeistert werden und da kommt eine Situation auf dich zu. Mein lieber Löwe, ja, aber keine Sorge, du wirst es erkennen, sonst würde uns das Universum hier diese Information gar nicht erst geben. Und da schauen wir jetzt gleich mal weiter, was das Universum hier noch für eine Botschaft für dich hat. Und hier liegt eine vertragliche Angelegenheit, für manche vielleicht eben auch Papierkram, kann auch eine mündliche Vereinbarung sein.
Also irgendetwas, wo Nägel mit Köpfen gemacht werden sollen, das kann auch eine Vereinbarung mit dir selbst sein. Empfehlenswert wäre es, wenn es mündlich ist, das vielleicht tatsächlich schriftlich festzuhalten. Und wenn es hier tatsächlich um einen Vertrag für dich geht, ja, dann liest dir den bitte ganz genau durch, denn es hat sich schon öfter gezeigt, dass im Kleingedruckten hier irgendetwas fragwürdig ist, was natürlich nach der Unterzeichnung ein bisschen schwieriger ist, dass man danach verhandelt oder irgendetwas anpasst, ja. Schau dir das bitte noch einmal genau an, ja, dass du wirklich 100% damit zufrieden bist. Und das, was ich hier auch sehe, ist, diese Vereinbarung, die bringt hier eine grundlegende Veränderung. Da kann es auch manchmal ein bisschen hin und her auf und ab gehen, mein lieber Löwe. Das ist nichts Ungewöhnliches. Also das haben Veränderungen so an sich, weil sich hier auch etwas neu anordnet, neu sortiert. Diese Veränderung, die kann auch sehr rasch vonstatten gehen. Also du sollst ja einfach darauf vorbereitet sein. Aber ich denke, du weißt davon ohnehin, wenn du hier auch von dieser vornehmlich eher vertraglichen Angelegenheit weißt. Also da kommt einiges in Bewegung, ja. Und wenn wir jetzt hier noch weiterschauen in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte, dann sehe ich, dass hier etwas abgeschlossen wird. Also vornehmlich auch ein bestimmtes Kapitel. Und da bist du gerade mittendrin. Der Anfang, der zeigt sich bereits. Ja, also da ist es wichtig, dass du hier erkennst, welche Möglichkeiten du hast. Und bei diesem Ende sehe ich hier, oder diesem Abschluss, da sehe ich hier zum einen diese vertragliche Angelegenheit, die hier etwas, ja, sozusagen besiegelt oder wo etwas vereinbart wird. Beziehungsweise sehe ich hier auch, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Also das alles, was überschüssiger Ballast ist, quasi loszuwerden. Ja, eine wirklich spannende Legung, mein lieber Löwe. Wir kommen jetzt aber zum Abschlussritual. Und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du über neue Legungen informiert werden möchtest. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich. Glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo, mein lieber Schütze, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Schützen. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Eine sehr interessante Botschaft, mein lieber Schütze. Es geht hier darum, dass sich dein Verantwortungsbereich vergrößern soll. Das kann auch eine Verantwortung dir selbst gegenüber betreffen, dass du hier vielleicht irgendetwas beschließt, in die Tat umzusetzen. Und da zeigt sich auch das Thema Loslassen. Ja, und das sehe ich hier tatsächlich mehr im Bereich des Loslassens als im Bereich des Verzeihens, Vergebens. Denn wenn wir jetzt hier nämlich weiterschauen, dann zeigt sich hier das Thema Ablenkungen in den Aufgaben, mein lieber Schütze. Ja? Ablenkungen, Abhängigkeiten oder dergleichen. Ah ja, eine Information noch. Ja, solltest du dich in dieser Legung nicht wiederfinden, dann kannst du natürlich auch zu jedem Zeitpunkt die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond ansehen, falls ich das jetzt vorhin noch nicht gesagt habe. Jetzt aber wieder zurück zu dieser Legung, also das Thema Abhängigkeiten, vielleicht eine finanzielle oder emotionale Abhängigkeit. Es kann hier natürlich auch um
Tätigkeiten gehen oder dergleichen oder eben ganz allgemein Ablenkungen. Da geht es um die Macht der Gewohnheit, mein lieber Schütze. Und das, was hier entscheidend ist, ja, ist, dass dich diese Ablenkungen, bleiben wir jetzt einfach beim Thema Ablenkungen, in gewisser Art und Weise aufhalten, ja, und dich auch Zeit kosten. Also ich sehe hier ganz stark einen Zeitfaktor. Ich möchte hier trotzdem noch eine Information für dich einholen. Okay, da zeigen sich Verstrickungen im Zwischenmenschlichen, also Verpflichtungen, die hier klar erkannt werden möchten. Und da sehe ich eben auch, ja, da findet eine Verstrickung innerhalb einer Personengruppe statt. Das ist jetzt eine Zusatzinformation, das wird jetzt nicht jeden betreffen. Da sind mehrere Personen involviert, so wird mir das gezeigt. Und hier findet eine Verstrickung statt oder wie eine Art Verpflichtungskette, die erkannt und aufgelöst werden möchte, weil sich das gesamte Konstrukt irgendwie für alle eher als Belastung zeigt, ja, und alle hier irgendwie verlangsamt. Und hier soll etwas aufgelockert werden oder neu definiert werden. Das ist hier ganz besonders wichtig, mein lieber Schütze. Denn was ich hier schon auch sehe in der Ausgangssituation ist, dass es hier für viele um die eigene Bestimmung, um die eigene Berufung geht, ja, wo sich hier etwas vergrößert, ja, und da ist es wichtig, ja, dass du hier jetzt dann auch den Rücken frei hast. Schauen wir mal weiter in die Blockaden. Hier geht es um eine Veränderung, ja, die ist aktuell noch blockiert, mein lieber Schütze. Das sehe ich aber auch hier eher temporär und eher mehr als Ankündigung. Diese Veränderung ist ja auch bestimmt. Das ist eben an einen Mechanismus gebunden, also eben, dass hier bestimmte Gewohnheiten aufgebrochen werden dürfen oder neu definiert werden dürfen, aktualisiert werden dürfen oder vielleicht auch losgelassen werden dürfen. Dann setzt das hier natürlich eine Veränderung in Gang und die ist offenbar wichtig und kann für viele auch sehr rasch umgesetzt werden. Ja, da schauen wir jetzt gleich noch weiter, was das Universum hier noch für eine Botschaft für dich hat. Ja, und ganz spannend, da sehe ich jetzt im Prinzip ein und dasselbe Thema, das sich hier auch in den Aufgaben zeigt. Da sehe ich eine Art Fremdenergie, die sich belastend auf dich auswirkt, was natürlich nicht bedeutet, dass du es hier mit bösartigen Menschen zu tun hast, ja, sondern dass sich hier einfach Verstrickungen herausgebildet haben. Natürlich kann es auch sein, dass sich hier eine Verbindung, ja, in eine unangenehme Richtung entwickelt hat oder dass sich hier einfach, ja, Gewohnheiten zeigen, die dieser Verbindung nicht gut tun. Es kann natürlich auch sein, dass du es hier mit Menschen zu tun hast, ja, mit denen du dich jetzt nicht so gut verstehst, aber davon wollen wir jetzt mal prinzipiell nicht ausgehen, denn ganz neutral betrachtet geht es ja einfach um das Thema Ablenkungen, Verstrickungen. Und da sehe ich eben auch, das wirkt irgendwie ein bisschen im Hintergrund und das soll dir einfach bewusst gemacht werden. Und dann geht es ja definitiv um das Thema Kommunikation, also miteinander sprechen. Für alle die, wo sich ja Ablenkungen, Verstrickungen im zwischenmenschlichen Bereich zeigen. Für eine bestimmte Gruppe zeigen sich ja einfach bestimmte Gewohnheiten, die einen einfach nur selbst betreffen. Ja, das möchte ich nur auch hinzufügen. Und diese Sachen, die kann man dann natürlich auch klären, weil ich sehe hier schon, dass es hier um Verbindungen geht, die an sich bestehen bleiben sollen, wo es jetzt einfach um eine gewisse Aktualisierung geht, mein lieber Schütze. Ja, und dann schauen wir noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Und hier liegt die 333. Die 333 ist eine Engelszahl und Engelszahlen in meinen Legungen stehen ja auch immer dafür, dass du am absolut richtigen Weg bist, stehen für schicksalhafte Zyklen. Und bei der 333, da geht es ums Thema Loslassen, Platz schaffen. Also eben genau das, was wir hier in der Ausgangssituation gesehen haben. Das erklärt mir hier jetzt auch einiges, denn ich habe das Gefühl, dass hier dann vielleicht die 222-Energie aktiv sein dürfte. Und das gibt mir hier auch noch einen
einen Hinweis für dich. Also da geht es um bestimmte Routinen, ja, bei der 222-Energie, weil ja die 333-Energie demnächst aktiv werden soll. Bestimmte Routinen, Abläufe, ja, die sich vielleicht schon länger zeigen, wo es vielleicht auch um Erledigungen oder dergleichen geht, die sich bereits gefühlt in die Länge ziehen. Und genau hier sollst du hinsehen, mein lieber Schütze, denn wir haben hier auch die Wahrheit liegen. Etwas wird dir hier bewusst werden und diese Wahrheit, die ist auch sehr heilsam. Und du wirst dann eben auch erkennen, was du hier loslassen kannst, und die 333-Energie wirkt hier dann auch dementsprechend unterstützend, weil da geht es eben auch darum, loszulassen, Platz zu schaffen für etwas Neues. Und das zeigt sich hier ganz klar in Verbindung mit dieser Veränderung, die hier dann bereits aufgelöst ist. Ja, eine wirklich spannende Legung, mein lieber Schütze. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual. Und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du über neue Legungen informiert werden möchtest. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.